Von Jokolade gibt es jetzt die Danke-Danke-Tafel. Das ist eine weiße Schokoladentafel mit Keksstücken, Erdbeeren, Joghurt und Knisterzucker. Willkommen bei der Foodschau. Ja, im Vorspann habt ihr das gehört und gesehen. Jokolade sagt Danke-Danke mit der Danke-Tafel. Es ist wirklich die Danke-Tafel, für die ihr natürlich, erstmal ein Danke bekommen von Jokolade für die lange Treue. Ihr aber auch das verschenken könnt, denn ihr habt ja oben noch ein Feld, da könnt ihr den Namen desjenigen draufschreiben. Also ist so eine Doppelkombination. In der Tüte ist auch nochmal ein Herz zum Ausschneiden und Anhänger. Also eine Danketafel mit einer schönen Geschichte dahinter, wenn man sich da genau damit beschäftigt. Jokolade ist ja eine gute Schokolade, muss man sagen. Hängt denn bei Tony's Colonies mit dahin, also an diesen Tony's Colonies in der Chain, wo halt die Schokolade wirklich aus einem guten Anbau kommt, wo die Kinder nicht auf dem Feld arbeiten müssten. Alle werden fair bezahlt. Es ist hochwertige Schokolade. Hier ist kein billiges Palmfett und so mit reingemischt, um die Schokolade halt zu strecken. Es ist halt wirklich was Vernünftiges. Und dann finde ich es auch mal ganz cool. Die ist jetzt ganz, ganz neu. Die habt ihr jetzt seit Ende April, könnt ihr die bekommen. Erstmal nur im Online-Shop. Ich weiß nicht, ob die extern, also ob die in die Rewe-Märkte und Co. kommt. Aber im Online-Shop bekommt ihr sie. Ja, und es ist eine weiße Schokoladentafel mit Erdbeer, Joghurt und Keks und dazu noch Knisterzucker. Da warten sie mich. Also bei weiße Schokoladentafel mit Erdbeer, Joghurt und Keks, ja, dachte ich, so ein bisschen Jokorette, so ein bisschen in dieser Richtung, denkt man ja im ersten Moment. Aber bei Knisterzucker, dann bin ich dabei. Das ist so mein Leben. Also muss man sagen, sobald ich was mit Knisterzucker lese, muss ich es probieren. Ich finde das einfach geil. Weil ich hatte vor kurzem auch was probiert, irgendwas, wo ich gesagt hatte, und jetzt wäre Knisterzucker noch geil. Das war auch irgendeine Süßigkeit. Ich weiß gar nicht, der Test kommt irgendwann. Seht ihr sicher auf meinem Kanal die Tage. Ja, und jetzt gibt's diese. Was ist es genau? Wir gucken mal auf die Zutaten, Nährwerte. Also weiße Schokolade mit Keksstücken, Erdbeeren, Knisterzucker. Es ist eine 78%ige weiße Schokolade aus Zucker, Vollmilch, Kakaobutter, Sonnenblumenlecithin, das ist normal, natürliches Vanillearoma, dann kommt Keks. Mit richtiger Butter gemacht, der Keks, also auch nicht mit Palmfett oder so gestreckt. Dann kommt Joghurt offiziell, dann kommt Knisterzucker, rote Beetepulver, ein bisschen gefriergetrocknete Erdbeeren und der Kakao beträgt mit 24,5% als Kakaoanteil. Das ist bei einer weißen Schokolade echt viel, 24%. Also das ist eine richtige weiße Schokolade für mich. Wo ich immer sage, ich meckere, ihr wisst es ja, ihr kennt mich, ne? Ich schimpfe sehr viel auf weiße Schokolade, weil es oft immer nur diese Fettmischung ist, wo dann uns eine Fettglasur aus weißer Schokolade verkauft wird. Das hier ist eine richtige weiße Schokolade. Und das finde ich dann wieder gut. Ob das mir immer noch am Ende schmeckt, ist was anderes. Aber ich finde es gut, dass es eine richtige ist. Das ist mir auch immer wichtig, dass die Leute das auch mitbekommen. Es gibt Unterschiede. Also nicht jede weiße Schokolade ist Schokolade. Es ist wie mit Vollmilch. Bei Vollmilchschokolade sagen viele, es ist eine Vollmilchschokolade. In Wirklichkeit ist es auch nur eine Fettschokolade und gar keine richtige Vollmilchschokolade. Ja, was hat's da? 528 Kalorien. Boah, 60 Gramm, ah ne, stimmt ja gar nicht, also 57,3 Gramm Zucker auf 100 Gramm, also das ist eine Zuckerladung, aber ist völlig okay, wenn ich es mal snacken möchte. Ja, und das ist halt die schöne Schokolade, die ihr euch jetzt anschaut, darum. Ja, hier ist sie jetzt, die Jokoladetafel, und die sieht echt verrückt aus, muss ich sagen. Ich hätte jetzt so mit einer weißen Schokoladentafel gerechnet, mit so roten Erdbeerstücken drin, aber dass sie so lila, sage ich schon, pink gefärbt ist, oder es sieht so ein leicht lila Pinkton aus, das ist echt schick, muss man einfach sagen. So sieht sie also aus, wenn ich sie mal umdrehe. Dann sieht man auch so diese Keksstücke, die da mit drin sind. Ich habe hier schon ein Stück abgebrochen, damit ich euch das zeigen kann, weil hier fehlt noch eine Rippe hier oben. Und hier ist sie. Und jetzt sehen wir sie mal von innen. So, komm, lieber Fokus, da seht ihr, also die Keksstücke, wir sehen diese Erdbeerstücke. Den Knister kann man, glaube ich, nicht so gut sehen. Der ist aber da drin. Aber ja, das ist sie halt. Das ist die Jokolade, Danketafel, Erdbeerkeks, Joghurt und Knisterzucker. Und jetzt machen wir das Wichtigste. Wir probieren sie. Und ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Also ab ins Probieren. Und da seid ihr wieder. Und da habt ihr sie gesehen. Die hat schon eine krasse Farbe, oder? Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich mit einer weißen Schokolade mit so roten Stücken gerechnet und nicht mit einer komplett gefärbten Schokolade. Was aber das rote Beetepulver erklärt, was hier drin ist. Was ja nicht schlimm ist. Also es sieht ja wirklich besonders aus und das finde ich ja schön, wenn eine Schokolade auch einfach mal anders aussieht. Das Auge ist ja mit, aber jetzt kann ich euch hier nochmal zeigen. Jetzt sieht man es ein bisschen besser als wie gerade in der Aufnahme von der Farbqualität. Also das kommt schon gut an. Sie riecht auch gut. Sie hat wirklich diesen leichten weißen Schokoladegeruch. Schokolade hat ja so einen eigenen Geruch. Es riecht aber jetzt nicht mega nach Joghurt oder mega nach Erdbeer. Wir probieren es mal. Hat einen schönen Knack, auch für eine weiße Schokolade. Hm.
dazu gerade den Knisterzucker. Man wartet so richtig, dass es hier in den Ecken anfängt zu prickeln. Aber die ist lecker. Hat einen schönen Schmelz, bleibt eine gewisse Zeit auf der Zunge. Dann kommt die Erdbeere. Ein bisschen Keks, wo du nur so ein festeres Stückchen hast. Mit dem Joghurt hat es so eine etwas leichtere Cremigkeit. Sie ist nicht so schwer, schmeckt aber nicht wie Joghurette oder so. Kannst du echt nicht vergleichen. Das ist wirklich eine weiße Tafel. Es knistert nur nicht so sehr. Also das Knistern ist sehr, sehr dezent. Jetzt kommt es so ganz leicht und so prickelt es so ganz wenig. Für mich könnte es noch mehr Knisterzucker sein. Aber sonst ist die lecker. Das ist eine leckere weiße Tafel. Und wenn ich sage, dass eine weiße Tafel lecker ist, das heißt immer schon was. Aber es hat richtige Schokolade und das finde ich halt geil. Ich liebe, wenn es richtige Schokolade ist. Das könnte ein bisschen mehr knistern, das finde ich geil. Aber sonst kannst du die wunderbar snacken. Ist nicht zu süß, nicht zu herb. Schmeckt angenehm nach Erdbeere, nicht zu übertrieben. Es geht immer mehr, immer noch mehr um die weiße Schokolade. Wenn man sagt, ein bisschen mehr Knister, dann wäre sie für mich, glaube ich, fast perfekt. So bekommen die punktemäßig von mir. Habe ich es richtig rum? Ja. In der Kamera ist das Spiegel verkehrt, nur ihr seht das richtig. Ich muss immer gucken, wenn der Text so rumsteht. Ich sag mal 4,5 von 5 Punkte. Wie gesagt, das ganze Konzept dahinter mit Fairtrade, Tony's Chain, das finde ich sowieso alles gut. Es ist eine gute Schokolade. Wie gesagt, wenn der Knisterzucker ein bisschen kräftiger wäre und ein bisschen mehr Knistern im Mund, dann finde ich sie, glaube ich, richtig geil, wie es versprochen wird. Sonst aber eine Schokolade, die ich euch empfehlen kann. Probiert sie aus, die Danke-Tafel für weiße Schokofans. Nicht zu süß, aber auch keine Sorge, dass es zu herb ist. Einfach lecker, so wie weiße Schokolade sein muss. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Ich sage jetzt danke fürs Foodschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dahin, ciao, euer Bob.